So, hallo und herzlich willkommen zu Die Sterne im August 2020. Mein Name ist Kurt Kleinschmidt, ich bin Astrologe und psychologischer Coach und wir wollen uns hier die Zeitqualität im August anschauen, und zwar die Tendenzen, die die Allgemeinheit betreffen. Individuell kann das natürlich immer unterschiedlich sein, inwieweit das korreliert mit dem eigenen Geburtsbild, aber es gibt halt einen Einblick in die allgemeine kosmische Lage. Dann legen wir auch gleich mal los. Und zwar haben wir hier zum Monatsanfang die Sonne im Löwen. Löwe ist ja mal das Zeichen der Selbstständigkeit, des Selbstbewusstseins, der Lebensfreude. Also es ist auch immer die Hochzeit des Jahres, also die Zeit, wo viel, gefeiert wird. Natürlich haben wir jetzt Rahmenbedingungen, die das Ganze erschweren. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber grundsätzlich geht es halt in der Löwezeit immer um dieses spielerische, kindliche, was gelebt werden soll. Und das begleitet uns jetzt die nächsten Wochen noch und ist natürlich auch immer eine besonders heiße Zeit des Jahres. Denn die Sonne findet sich am eigenen Zeichen, da kann sie natürlich besonders stark leuchten. Und dann haben wir, also dann läuft sie zum Ende des Monats, die letzten Tage dann halt in die Jungfrau. Und also das heißt am 22. dann, das letzte Drittel hier. Und ab dann wird es quasi mehr das Einfahren der Ernte gehen, also um eine Anpassung an die Lebensumstände. Das wird alles etwas wieder sachlicher, etwas bodenständiger, ist ja ein Erdzeichen dann. Das sind dann mehr so die Themen. Also Arbeit spielt dann wieder mehr eine Rolle. Oder auch, es ist halt die Zeit eigentlich nach den großen Ferien, sage ich jetzt mal. Also auch astrologisch. Und dann haben wir gleich zu Anfang des Monats hier den Merkur in Spannung zu Pluto, Saturn und Jupiter, die hier alle drei langfristig weiter im Steinbock bleiben in diesem Monat und die alle rückläufige Tendenzen bewirken oder Überarbeitung von Dingen, die mit der Krise zusammenhängen. Also das heißt, einmal ist es so, dass diese weltweite Wirtschaftskrise anzeigen, aber auch die weltweite Einschränkung im Kontext hier des Viren, ich sage jetzt mal der Virenmanipulation, denn es wird ja hier im Prinzip benutzt, Virensituation, um andere Interessen hier durchzusetzen. Das kann man astrologisch auch sehr klar darstellen. Darauf gehe ich hier aber jetzt nicht weiter ein, das würde den Rahmen sprengen. Ich will ja hier nur, wie gesagt, so Tendenzen anzeigen. Und der Merkur gleich zum Monatsanfang in Spannung dazu bedeutet zum Beispiel für den Handel oder für eigene Pläne hier Schwierigkeiten durch diese Vorschriften des Staates. Und man fühlt sich hier vielleicht ohnmächtig, und auch was Reise- und Auslandskontakte angeht, ist das schwierig, weil man hier insgesamt ja konfrontiert wird hier mit Zuständen, die quasi Reisepläne vernichten oder erschweren. Das macht sich auch jetzt schon bemerkbar, jetzt Ende Juli, denn die Bedingungen in den einzelnen Ländern sind ja sehr, sehr unklar. Insofern gibt das hier auch sehr schwammige Pläne also stört die Überlegung. Und im Krebszeichen gibt der Merkur ja eh immer so eine Wellenbewegung. Also es geht ein bisschen vor und wieder ein bisschen zurück. Der Merkur wechselt dann zu Monatsanfang am 5. In den Löwen hier. Und ab dann wird die Kommunikation wieder, selbstbewusster, direkter, feuriger. Fällt vielleicht wieder ein bisschen klarer aus. Und es ist vielleicht auch ein bisschen in den Gedanken wieder mehr Selbstbewusstsein, mehr Lebensfreude, vielleicht auch ein bisschen diese Verspieltheit.
Das ist dann zu erwarten. Dann haben wir in diesem Monat den Mars hier, der also eigentlich den gesamten Monat, das ist also gerade am Monatsanfang, am Monat zur Monatsmitte und am Monatsende so quasi im Fokus, aber es ist eigentlich ja den gesamten Monat hier prägend. Und zwar steht der in Spannung hier, der Mars, und ist hier auch dicht zusammen mit dem dunklen Mond. Also das gibt dem Ganzen nochmal einen Schatten. Also das heißt, hier sind starke Energien, starke Aggressivitäten vielleicht auch, das Kämpfen für, oder beziehungsweise also für Rechte und gegen Ungerechtigkeit. Und das Ganze ist natürlich im Widderzeichen auch sehr, sehr, ja, kräftig, weil das ist ja das Zeichen des Mars und gibt dem Ganzen sehr viel Power. Und das Ganze hat eben Spannung halt hier zu dieser Planetenballung im Steinbock, die hier nach und nach in Spannung mit Mars sind. Und zwar ist er am Anfang hier in Spannung zu Jupiter und geht danach in Spannung zur Monatsmitte zu Pluto und am Ende des Monats zu Saturn. Und das bringt dann hier also Ziele oder ja auch Verdruss zu staatlichen Restriktionen, zu Hindernissen, zu ja gerade zum Monatsanfang hier betrifft das hier auch wieder diese Reiseziele vielleicht oder ideologische Ziele, ideologische also Demonstrationen vielleicht auch sowas. Das ist hier alles in einem sehr großen Konflikt und eine sehr große Dynamik. Und außerdem kann es auch hier um juristische Auseinandersetzungen gehen. Also es ist eine sehr starke kritische Energie, die uns den gesamten Monat begleitet und halt auch immer wieder so von Aggressionen begleitet sein kann oder ja, auch von Gewalt. Das ist, muss man auch sagen. Also das ist hier, also gerade also zum Beispiel, man hat ja im Weltgeschehen ist ja jetzt auch, gibt es ja auch gerade so ein bisschen in den vielen Bereichen so, also der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei könnte hier auch nochmal aufflammen, sowas. Also insgesamt, aber auch im Persönlichen kann das halt einfach, wie gesagt, diese Reisethematik erschweren. Und dann zur Monatsmitte mit dem Pluto in Spannung bedeutet das halt sehr, dass Vorstellungen hier von Ehrgeiz und von Karrierezielen vielleicht hier in Spannung stehen zu den Zielen oder in einer Spannung sind mit den Bedingungen, die wir hier vorfinden. Außerdem kann es sein, dass hier staatliche Vorgaben, also man sich quasi ohnmächtig fühlt und dagegen kämpft. Also das ist hier gegeben und also ein sehr großes Thema in diesem Monat. Dann haben wir also übrigens diese Verbindung von Mars und dem dunklen Mond, die ist exakt am 10.8., also in diesen Tagen könnte es besonders für Frauenrechte oder für Rechte von Minderheiten hier Demonstrationen oder Ziele geben in diesem Zusammenhang. Dann haben wir am 13., wie gesagt, zur Monatsmitte diese Spannung von Mars zu Pluto. Das könnte kollektive gesellschaftliche Entwicklungen anzeigen, die hier belasten insgesamt. Was haben wir noch? Ein paar Planetenwechsel, auf die ich noch kurz eingehen will. Und zwar geht Venus hier von den Zwillingen in das Zeichen Krebs und bringt Beziehungen zur Familie mehr in den Fokus. Gibt also vielleicht viele Kontakte, familiäre Kontakte, vielleicht viele Kontakte zu Freunden, zu innige Beziehungen auch, also sehr, sehr tiefgehende Beziehungen. Und interessant ist ja, dass der Merkur hier rausgeht in den Löwen und dafür kommt also die Venus rein in den Krebs. Also eine Planet verabschiedet sich aus dem Krebs, der andere geht rein. Also das heißt, diese Krebsthematik von Heimat, von Wohnen, von Familie ist hier weiter dadurch von Interesse und von Belang. Dann haben wir noch Planetenwechsel, und zwar den Merkur, der dann noch weiterläuft durch den Löwen und am 20. bereits hier dann in das Zeichen Jungfrau geht. Das heißt, er wird dann ab dem 20. werden die Planung und die Gedanken und die Anpassung und die Lebensumstände werden
ja, sich sehr auf die Arbeit beziehen, sehr rational sein, sehr sachlich. Wie gesagt, dann die Sonne ist dann halt auch am 22. im Zeichen Jungfrau, da haben wir hier eine Betonung des Ganzen. Um den 24. haben wir dann exakt die Spannung von Mars zu Saturn. Das ist halt ja, Kampf gegen Widerstände, könnte man sagen. Das ist Kampf gegen Vorschriften, Kampf gegen Gesetze. Ja, das kann sein, dass hier man gegen Vorschriften vorangeht und hier dagegen kämpft. Das ist, wie gesagt, hier ein großes Thema. Dann habe ich noch den Uranus, auf den ich eingehen wollte. Der wird hier rückläufig am 15.8. zur Monatsmitte und bleibt also natürlich im Stier. Da bleibt er sowieso die nächsten Jahre, aber wird halt hier rückläufig und betont nochmal wieder Unsicherheiten. Also Uranus bringt ja Veränderung im Zeichen Stier, Veränderung von Sicherheit. Und da das Ganze rückläufig wird, sind hier ja die Finanzen und der Besitz von oder die Sicherheit insgesamt, also von rückläufigen Ereignissen betroffen oder vergangene Inhalte spielen wieder eine Rolle oder es wird halt noch mal etwas überarbeitet. Also es kann auch sein, dass man Reformen noch mal überdenkt dann oder Änderungen wieder zurücknimmt. Außerdem ist es eine Zeit, in der Technik und Elektrizität ja, von Störungen vermehrt betroffen ist in den kommenden Monaten. Das ist ja möglich. Also wenn man sich technische Geräte kauft, das ist halt immer so ein bisschen ungünstig. Aber muss man natürlich auch gucken. Also wenn es jetzt sehr notwendig ist, dann muss man es halt holen, ne? Aber dann halt den Bon aufbewahren, dass man es immer umtauschen kann. Aber ansonsten ist es halt nicht ganz so günstig. Was kann das noch bedeuten? Ja, wettertechnisch kann das vermehrt eine Zeit von Hurricanes und Stürmen bringen, wenn der rückläufig wird. Natürlich nicht die gesamte Zeit, aber in der Rückläufigkeit zeigt ein Planet halt häufig ja seine schwierigeren Seiten. Und das kann generell auch für Protestaktionen und Rebellion, das ist ja auch eine Kernaussage von Uranus, kann das hier ja sehr, sehr extreme Form annehmen. Das dazu. Und dann haben wir noch zwei Termine, die positiv sind, auf die ich kurz eingehen will. Und zwar ist der, also sind Venus und Uranus günstig verbunden hier. Venus ist dann schon im Krebs. Die sind hier am 18.8. günstig verbunden. Das ist ein Tag, an dem man schöne Kontakte, überraschende Kontakte erleben kann. Vielleicht auch trifft der ein oder die andere die große Liebe. Es könnte sein, es kann nämlich überraschende überraschende Liebe bedeuten oder halt auch vielleicht auch einen finanziellen Zugewinn, das kann man sich auch mal merken, das könnte auch sein. Natürlich muss man dann individuell gucken, wie das korreliert mit dem eigenen Horoskop, aber das ist so grundsätzlich ein Termin, der theoretisch das bedeuten könnte. Und am 27.8. haben wir eine Verbindung von Venus zu Neptun, dann hier aus dem Krebs zu Neptun und das bedeutet eine sehr romantische Energie, eine starke Sehnsucht vielleicht auch. Vielleicht geht man auch vom Meer weg. Also Neptun ist ja noch rückläufig. Also, dass man vielleicht eine Reise gemacht hat, also nämlich Venus vorher in Spannung hier zu Jupiter am Tag vorher. Also ist er noch in der Spannung. Das heißt, vielleicht wird das für viele hier ein Termin sein, wo man sich von einer Reise verabschiedet und dem Meer Adieu sagt. So viel zu den Tendenzen erstmal. Dann wollen wir natürlich wie immer noch auf den vollen Neumond eingehen. Dann haben wir einen Vollmond und zwar ist dieser Vollmond im Zeichen Wassermann. Und die Freiheit ist natürlich jetzt gerade ganz, ganz massiv betont zu diesem Termin am Monatsanfang. Das ist ja eine typische Eigenschaft des Wassermanns, dieses Freiheitsbedürfnis, diese Freiheitssehnsucht. Und mit dem Vollmond ist das halt immer eine Aktivierung dieser Thematik. Also das heißt, hier im Kontext dieser Einschränkungen, die wir hier durch die Krise hier haben, ist das natürlich jetzt eine Thematik, die dann irgendwo auch verständlicherweise hochkommt. Und also kennzeichnet hier am 3.8. eine Zeit, in der
gerade auf der Finanz- und Werteachse Freiheit eine besondere Bedeutung bekommt oder Veränderung eine große Bedeutung bekommt. Also einmal für die Freiheit bedeutet es, also dass man hier vielleicht für Freiheit gegen ja, staatliche Vorgaben kämpft. Denn bei Vollmond ist ja immer eine Spannung vom Volk zur Regierung. Das Ganze auch noch hier in Spannung zu Uranus, der hier im Stier ja Veränderung der Sicherheit, Veränderung im Besitz anzeigt. Also das heißt, hier ist ein emotionalen Höhepunkt im Freiheitsbedürfnis geben. Das kann also, es gibt ja am 1.8. sind ja auch Demonstrationen in Berlin geplant. Das wird also hier fällt schon hier in das Licht des Vollmondes, dass hier sehr, sehr starke Energien für Freiheit und für ja, Gerechtigkeit auch sind. Denn wir haben auch noch hier den Aszendent im Schützen und das bringt halt auch immer so ein bisschen so diese Gerechtigkeit, diese Ideologie. Und der Herrscher befindet sich hier im Steinbock rückläufig. Das heißt, hier geht es auch um die Ungerechtigkeiten von der vorigen Zeit, also der letzten Zeit. Also rückläufige, also im Prinzip so ein bisschen so eine Abrechnung, weil der Jupiter ist hier auch mit Pluto und Saturn, also Abrechnung mit dem Staat ist natürlich auch ein bisschen. Dann ist das Ganze ja hier auch noch in Spannung zu Merkur. Merkur ist ja mal so ein bisschen Merkel hier. Gerade im Krebszeichen kann das halt unter anderem die Regierungschefin darstellen hier, die hier quasi in Spannung steht. Und dann haben wir, wie gesagt, durch den Uranus hier sehr, sehr viel Revolutionscharakter, sehr viel Veränderungspotenzial. Und dann haben wir auch noch hier den dunklen Mond und den Mars hier im Bereich der Heimat. Das heißt, in der Bevölkerung ist hier einmal Unruhe und dann kann man es hier auch noch mit dem dunklen Mond und Mars sehr, sehr auch viel, viel Aggressivität, viel Unzufriedenheit. Und auch eine Unklarheit, die hier kommuniziert wird, die in Spannung steht hier zu den eigenen Interessen, zu dem, was hier durchgesetzt werden soll. Ja, viele Begegnungen, kommunikative Begegnungen sind hier in dieser Zeit, die hier auch genau diese Unklarheiten hier nach außen bringen, in die Begegnung bringen. Und als Ergebnis haben wir hier eine Waage MC und das Ergebnis dieser Vollmondzeit, die ja dann auch immer noch natürlich 2 Wochen danach wirkt und diese Zeit jetzt hier prägt, ist ja, ein Ausgleich hier, ein Ausgleich, der kommuniziert wird. Eine Gerechtigkeit, wie gesagt, hat auch. Also Waage ist ja immer die Balance. Man möchte hier eine Balance erreichen durch Kommunikation. Was natürlich auch wieder wunderbar hier zum Beispiel zu dieser geplanten Demonstration passt. Und wenn man es jetzt nochmal aufs Individuelle, oder natürlich auch aufs Allgemeine besprechen will, auf diesen anderen Bereich, den ich angesprochen hatte, also die Finanzen, dann ist das hier auch ja, Unsicherheit des Besitzes, die hier zu emotionaler Aufregung sorgt. Dann ja, das Volk ist hier, fühlt sich ungerecht behandelt, das Volk ist sich unsicher mit dem eigenen Besitz und das Ganze durch die staatlichen Geldausgaben hier verursacht. Also sehr, sehr brisant dieser Vollmond. Da habe ich nochmal das Tarot befragt und worum es da geht hier. Und da haben wir hier den Bube der Schwerter. Das ist eine Karte für kritische Impulse. Das spiegelt sich ja wieder. Das ist halt auch eine Karte der Luftzeichen, also passend zum Wassermann hier. Die Vögel und die Wolken symbolisieren ja immer die Luft, das Luftelement. Und die Schwerter ist auch die Karte also die Reihe im Tarot des Luftelements und soll hier quasi kritische Impulse anzeigen, eine verbale Kritik. Auch das Kämpfen also das verbale Kämpfen, das Kämpfen für Gerechtigkeit. Und dann habe ich nochmal gefragt, worum geht es da genauer? Und dann kam hier die Karte, die Herrscherin. Einmal ist das so quasi
Die weibliche Herrscherin, das könnte natürlich in diesem Kontext Merkel wieder darstellen. Das fand ich ganz amüsant. Und ansonsten ist es natürlich auch eine Karte, die Besitz anzeigt. Denn Venus ist ja, die Stier-Venus zeigt ja Besitz an und die Waage-Venus zeigt Gerechtigkeit an. Damit sind eigentlich beide Themen hier widergespiegelt, die ich eben angesprochen habe. Also man kämpft hier für Gerechtigkeit und man kämpft hier für den Besitz, für Werte, für Finanzen. Und als Ausblick habe ich hier die 10 der Kelche. Das ist so also eine Harmonie. Und man möchte ja im Prinzip auch eine Balance, eine Harmonie haben, denn die Venus ist ja das Ergebnis dieses Vollmondes. So viel zum Vollmond. Und dann haben wir noch einen Neumond. Dieser Neumond findet am 19.8. statt. Und zwar ist das ein Neumond hier, der im Zeichen Löwe stattfindet. Und zwar am Ende des Löwezeichens. Und das bedeutet hier, das sind sehr, sehr kräftige Neuanfänge und die finden hier auch wieder auf dieser Finanzachse statt. Und zwar geht es hier um finanzielle Neuanfänge oder um Neuanfänge, die ja, Werte betreffen. Und ja, im Löwen natürlich das Ganze sehr feurig, sehr, sehr kräftig, sehr selbstbewusst formuliert. Merkur mit dabei. Das heißt, das sind hier, ja, Neuanfänge, die die Kommunikation betreffen, Neuanfänge, die vielleicht auch im Handel gibt es neue Entwicklungen. Dann in der Mobilität könnte es neue Entwicklungen geben. Ansonsten, also für eigene Pläne, also ist das immer eine gute Zeit für Neuanfänge, vielleicht auch neue Talente, neue Möglichkeiten des Geldverdienens kann das auch anzeigen. Und diese Neuanfänge haben hier ja auch den Löwe-Aszendenten, also das Ganze wird also hier sehr, sehr souverän vorgetragen, sehr angegangen halt auch, ne? Und ist das Ganze in Spannung hier zu Uranus, das heißt hier wieder Motivation ist hier halt auch wieder einmal die Gerechtigkeit, der Ausgleich und ansonsten also als Ergebnis hier haben wir hier den MC im Widder, das heißt hier ja kämpferische Einstellung, neue Impulse, neue Schritte. Also beim Neumond geht es ja immer um Neuanfänge, aber das Ergebnis sind hier auch wirklich gravierende neue Ansätze. Und mit Mars und dem dunklen Mond ist das Ganze halt auch mit einer Unzufriedenheit verbunden, die ja hier sehr, sehr stark durch diese Spannung zu staatlichen Vorgaben, zu staatlichen Einschränkungen, zu Reiseeinschränkungen, ja, steht und damit verknüpft ist und halt auch in dem öffentlichen Bereich hier, im beruflichen Bereich ist auch noch der Uranus, der halt hier für diesen Sektor auch ja eine starke Unzufriedenheit und Veränderung anzeigt und auch Revolution, Reform. Also sehr, sehr ja, intensive Energien wieder. Interessant ist hier noch, der Mondknoten, da habe ich meinen Asteroiden mit reingezeichnet. Ich arbeite ja sehr gerne mit Asteroiden. Ich habe hier der Übersicht halber, mache ich das hier natürlich seltener, aber da habe ich hier den Asteroid Europa mit eingebaut. Und der steht halt hier mit dem Mondknoten zusammen. Das heißt, hier auf einer globalen Ebene bedeutet das, dass hier, oder, also ja, auf der allgemeinen Ebene halt auch, bedeutet das insgesamt, dass hier diese Neuanfänge im Kontext von europäischen Beziehungen sind. Und das Ganze, man sieht hier, das nennt man den eine Jodfigur. Da zeigen diese beiden Faktoren auf diese rückläufigen Planeten im Steinbock. Das heißt hier, diese staatlichen Maßnahmen, diese staatlichen Machtdemonstrationen und die Einschränkungen im Reisen und zum Ausland. Und auch die ja, Reduktion in der Wirtschaft, die Wirtschaftskrise, all das spielt hier für Neuanfänge bei europäischen Kontakten eine Rolle. Das heißt einmal natürlich individuell jetzt vielleicht bei Reiseplanung oder wenn man jetzt selber Geschäfte mit also auf europäischer Ebene hat oder Kontakte
zu also in europäische Länder. Und ansonsten auf der internationalen Bühne sind es halt hier natürlich gerade die Handelsbeziehungen, die hier eine gravierende Rolle spielen und die hier ja auf diese weiter auf diese Phase der Einschränkungen zeigen und dementsprechend hier ja weiterhin diese Thematik verdunkeln. Dann habe ich nochmal das Tarot befragt, worum es hier noch gehen könnte, obwohl es natürlich schon sehr klar ist, aber das mache ich ja immer ganz gerne. Und da geht es also um die Gerechtigkeit. Und also den Kampf für die Gerechtigkeit, um gerechtes Urteilen auch, um Werte natürlich dann dementsprechend auch, aber um die Balance hier auch wieder, haben wir wieder schön die Waage. Also diese Thematik des Vollmondes geht hier in den Neumond wieder. Das sind ja alles Zyklen, die miteinander zusammenhängen. Und da habe ich nochmal genauer gefragt, worum geht es da? Und da habe ich hier den König der Münzen. Also es geht hier wieder um die Werte, wieder um Finanzen. Das ist ganz eindeutig hier. Und als Outcome habe ich hier Fünf der Stäbe, also eine Karte des Feuerelements, die hier Konflikte, Konkurrenz, ja, Reibereien anzeigt. Also das heißt, dieses Ergebnis, das ist ja quasi sehr, sehr stimmig hier auch mit dem Ergebnis hier, mit dem Widder MC. Also man kämpft hier für die Gerechtigkeit, was die Finanzen und Werte betrifft. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr intensive Zeit. Ich hoffe, du kommst hier gut durch diesen Monat. Und ansonsten, wenn man selbst halt hier gerade Probleme hat oder ja, sich nach dem Sinn fragt oder einen Weg aus dieser Krise sucht oder auch vielleicht gerade beruflich neue Wege sucht und beziehungsweise vielleicht auch muss, weil die Situation so ja, erschwert ist, dann kann die Astrologie wunderbare Lösungen anzeigen und auch schon allein das ja zu wissen, dass man im kosmischen Plan ist, wenn gerade vielleicht etwas nicht so funktioniert oder halt dann auch wirklich die Themen erkennen, um die es geht. Ja, das ist halt wirklich ein einzigartiges Instrument, die Astrologie. Da kann man mein Angebot auf apolloastro.de sich gerne anschauen und eine Beratung buchen, also oder beziehungsweise auch erstmal ein Vorgespräch. Um mal zu erfahren, wie so eine Beratung abläuft, buchen. Und ansonsten findet man mich bei Facebook mit den tagesaktuellen Geschehen der Planetenkonstellation und auf meiner Webseite kann man die Wochenhoroskope gratis abonnieren oder halt auch sind ja, Artikel zu unterschiedlichsten Themen zu lesen, die man dort auch abonnieren kann. Würde mich freuen, wenn man da mal vorbeischaut. Und ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, wünsche einen tollen Monat August und ja, viel Kraft und viel, tankt viel Sonne. Ja, das braucht man ja jetzt und lasst euch die Freiheit nicht nehmen. Und ja, auf einen schönen Monat August. Tschüss.